Schönen guten Tag, Andrea Schmidt ist mein Name. Spreche ich mit dem Herrn Heinrich Hinterrotter? Ja. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich rufe Sie an wegen der kostenlosen Verlosung an. Sie hatten sich ja online gestern für ein Gewinnspiel eingetragen Ja. und haben einen Gutschein im Wert von 599 Euro gesichert. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Oh, vielen Dank. Das ist ja sehr groß. Hätte ich ja nicht mit gerechnet. Bitteschön. Und es gibt auch eine Finalziehung in 2 Monaten. 10 Finalisten und 10 Preise haben wir. Der Oha. erste Preis. Oh, Gesundheit, junge Frau, das hört sich nicht gut Dankeschön. an. Danke. Ist alles in Und Ordnung bei Ihnen? ja. Und Gut. es gibt auch eine Finalziehung in 2 Monaten. 10 Finalisten und 10 Preise haben wir. Ja. Der erste Preis sind 50.000, der zweite 25, der dritte 10, der vierte 8 und der fünfte sind 4.000 Euro in bar. Das sind die 5 Hauptpreise. Oha. Und den Einkaufsgutschein bekommen Sie dann an Ihre Adresse zugeschickt, und zwar an Herr Heinrich Hinter Otter in der Verdunstraße 88a in 28211 in Bremen wohnen Sie. Ja, steht da Verdunstraße, ja, wie die Stadt in Frankreich, ne? Genau. Ja, nur zur Sicherheit, ne? Ja. Am 8.5. sind Sie geboren. Das Geburtsjahr von Ihnen nochmal bitte. Nochmal, bis Sie reden ein bisschen sehr schnell für meine alten Ohren. Sie sind am 8.5. geboren. Das Geburtsjahr von Ihnen nochmal bitte. Ja, das ist 67. Sind Sie geboren? Ja. 8.5.67, Ja, ja? genau, 8. Mai 67. Okay. Also Herr Hinterotter, die 5 Hauptpreise habe ich ja Ihnen aufgezählt, und Was war ich das glaube, nochmal? Das war auch ein bisschen sehr schnell. Entschuldigung. ach so, Ich komme okay. gar nicht hinterher. Sie Ich machen mache das 5 Hauptpreise. großartig und haben auch eine sehr schöne Stimme, aber das ist mir ein bisschen zu schnell. Okay, dann mache ich es langsam. Danke. Wir haben 5 Hauptpreise, 50.000, 25, 10, 8 und 4.000 Euro in bar. Ach Das sind so. die fünf. Ja, Ich das schreibe sind mir die das fünf. gerade einmal auf, ne? Okay. So, nochmal, 25 waren das? 50, der erste Preis. Ja. Zweiter Preis 25. Ja. Dritte 10. Ja. Vierte 8 und fünfte sind 4.000 Euro in Super, bar. klasse, dann habe ich das richtig. Danke, dass Sie so geduldig sind mit mir. Kein Problem. Herr Hinterotter, es gibt auch noch verschiedene Preise in Form von Amazon, Rewe, Netto, Reise, Hotel in verschiedenen Firmen mehr, je nach Platzierung. Also es geht auch niemand leer aus. Und hierzu werden Sie dann auch in den nächsten Wochen nochmal schriftlich benachrichtigt. Ja. Und Ihr Geschenkgutschein ist auch natürlich mit dabei. Da Wofür werden ist Sie denn noch. der Gutschein? Ich habe das, glaube ich, überhört. Der Gutschein, der ist in Form von Amazon, Rewe, Netto, Reise, Hotel in verschiedenen Firmen mehr, je nach Platzierung. Ach, es ist nicht so ein Multifunktionsgutschein, sondern da entscheidet dann, auf welchem Platz man landet, welche Firma man bekommt. Genau. Ah, gut, das ist ja alles ganz interessant bei Das ist Ihnen. ein Gutschein im Wert von 599 Euro, Herr Hinterotter, ja? Ja, ich freue mich da sehr, ich kann das sehr gut gebrauchen. Okay. Und das bekommen Sie dann Ihr Geschenkgutschein an Ihre Adresse zugeschickt. Verdunstraße 88a, 28211 in Bremen. Das war richtig. Ihr Genau. Geburtsdatum war auch richtig. 8.5. Das Geburtsjahr war 67, glaube ich, ja? Ja, 67 ist das Geburtsdatum. Genau. Das hat sich nicht geändert. Okay. Also ich bestätige dann nochmal, nicht Sie werden, nicht Sie können, sondern Sie haben schon gewonnen, Herr Toll. Inter-Otter. Also, und für die Bargeldgewinne und für die Gewinnbestätigung brauchen wir dann jetzt nur Ihre veröffentlichte Überweisungsnummer, die mit der DE anfängt, bitte. Also nur die IBAN-Nummer. Das habe ich jetzt nicht Bitte. verstanden. Was ist öffentlich? Für die Bargeldgewinne und für die Gewinnbestätigung müssen wir Ihre IBAN-Nummer eintragen, Herr Interotter. Ach so, ja, los, es klingt ja logisch, ne? Ja. Ich muss das nur eben raussuchen. Ja, kein Problem, ich kann Ich warten. trage sie mal zum Schreibtisch mit. Ja, Dann kein können wir Problem. das Können Sie auch machen. zur Seite legen. Nein, nein, ich habe da ja, sagen wir mal, extra, weil ich
halt auch nicht mehr so gut zu Fuß bin, das extra zum Tragen, ne? Falls ich mal stürze oder so, dass ich dann halt auch Hilfe rufen kann. Ich kann das also immer mitnehmen, ne? Ach so, okay. Ja. Und wann war das jetzt nochmal? Die Ziehung, die findet in 2 Monaten statt, die In Finalziehung. 2 Monaten? Genau. Da freue ich mich auch sehr drüber. Hallo? Ja? Sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da, Herr Hinterotter. Ja, wo waren wir noch mal stehen geblieben? Also die IBAN-Nummer muss ich eintragen, die DE, die mit der DE Ich anfängt, die wollte deutsche. irgendwas wollte ich fragen. Jetzt habe ich das schon Ach wieder so, okay. vergessen. Lassen Sie mich mal überlegen. Ja, wo habe ich, wer versenkt das denn jetzt? Wo habe ich da denn das Glück gehabt? Sie haben sich ja gestern übers Internet für ein iPhone eingetragen. Ja, das, gibt's das denn auch noch dazu? Das können Sie dann je nach Platzierung auch gewinnen. Ach, bei welchem Platz ist das denn mit dabei? Der ist bei in die, also die 5 Hauptpreise haben wir und 6 bis 10 gibt es dann auch verschiedene Preise. Ist auch dann noch dabei. Ach, das ist also quasi das, was da als Hauptpreis beworben wurde, ist im Endeffekt nur Nebenpreis. Habe ich das richtig verstanden? Also die Hauptpreise sind die Bargeldgewinne. Ja. Und wenn Sie das nicht gewinnen, dann können Sie auch von den anderen Preisen gewinnen. Ach Also Sie so. gehen nicht leer aus, Herr Hinterotter, ja? Ja, das ist schon mal ganz wichtig. So, Ja. können Sie dann aufschreiben? Ja, ich warte. Das ist im Prinzip die Sparkasse Frankfurt. Also Frankfurt-Main natürlich, ne? Ja. Das ist DE Ja. 727. 727. Ja, 805. 805. 5 mal die 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sehr gut gemacht. Dreimal die 2. 3 mal die 2. Ja, Ja. dann 2 mal die 8. Ja. 5, 0. Ja. 2, 2. 2, 2. Genau, das war die Sparkasse Hochfranken, ja? Ja, in Frankfurt am Main ist das. Okay. Herr Hinterotter, für Ja. das Ganze haben wir auch Teilnahmebedingungen gehabt. Dafür brauchen Sie eine Sponsorenzeitschrift, weil das die Teilnahmebedingungen sind. Da können Sie auch eine aussuchen. Ich habe TV, Ach Marsch. Computer, Was Elektronik. ist Teil der Bedingung? Die Teilnahmebedingungen sind dafür, dass Sie dafür eine Sponsorenzeitschrift brauchen, weil das Ganze wird ja von den deutschen Verlagshäusern gesponsort. Ach, das kriege ich auch noch. Ja. Das ist ja luxuriös. Ja, die Zeitschrift erhalten Sie dann nur 13 Monate und Sie bezahlen das dann nur zweimal halbjährlich und das war's auch schon. Was soll ich bezahlen? Die Zeitschrift. Warum? Weil das ja gesponsert wird. Ja, aber was Jemand muss ja die. gesponsert ist, muss man doch nicht bezahlen. Aber jemand muss ja die Preise finanzieren Ja, und also die wenn ich ein sind so. Gewinnspiel mache, dann weiß ich, dass mich das was kostet und erwarte nicht, dass die Teilnehmer das bezahlen. Das ist ja kein Ja, aber Gewinnspiel mehr. die Teilnahmebedingungen sind ja dafür, dass Sie dann eine Sponsorenzeitschrift brauchen. Das stand ja auch in den AGBs drin. Ja, aber das ist ja so klein geschrieben, das kann man ja gar nicht lesen im Prinzip. Ja, aber das waren die Teilnahmebedingungen, weil, wie Sie Ja, wissen, nun. Großorganisationen, die werden ja immer über Sponsoren finanziert. Na Und gut, bei wenn uns sind ich. das die deutschen Verlagshäuser, die das finanzieren. Na ja, gut, wenn ich dafür unterschrieben habe, dann kommt da ja kein Weg mehr dran vorbei, ne? Was Sie haben gibt's nicht denn? unterschrieben. Ja, Was gibt's da denn? ich habe TV, Computer, Elektronik, Sport, Finanzen, Lifestyle, Frauenmagazine oder Aber Nachrichten. so viel kann ich doch gar nicht lesen. Das ist auch viel zu viel für einen. Nein, Sie müssen ja auch nur eine aussuchen. Ach so. Ja, und was gibt's da im Speziellen? Also was interessiert Sie denn? Was lesen Sie denn gerne? Na, ich schaue eigentlich eher Fernsehen, ne? Fernsehen. Da habe ich Ja. die Bild und Funk. Bildung? Die Bild und Funk habe ich. Ja. Die Bild Funk Digital. Was ist der Unterschied? Haben Sie Digitalsender? Skype-Sender? Weiß Sky-Sender? ich, aber wie erkennt man das?
Nee, sie haben bestimmt normales. Also Bild und Funk habe ich. Also das ist im Prinzip von Samsung das Gerät, falls das weiterhilft. Okay. Das hat der Nachbarjunge, hat das hier, der hat da Löcher gebohrt und es ist so ein neues Gerät, was man an die Wand hängen kann. Ach so, okay. Ja. Ich habe Bild und Funk, ich habe TV Hören und Sehen und die hört zu. Ja, ich höre zu, die ganze Zeit schon. Hallo? Ja, Herr Hinterotter? Ja? Ich habe die Bild und Funk, die TV Hören und Sehen und die hört zu. Ja? Ja, welche möchten Sie da? Welche Zeitschrift? Ich glaube, meine Frau bringt da immer schon eine mit. Da haben wir dann ja zwei von liegen. Ja, aber die kauft sie bestimmt, oder? Ja, ja. Die bringt sie immer von Netto mit, ne? Ja, aber das müssen Sie ja nicht kaufen. Das bekommen Sie dann von uns zugeschickt. Gibt's denn da auch so Sachen, die für meine Frau interessant wären, dass die auch mal was zum Freuen hat? Da habe ich für Ihre Frau zum Beispiel... Weil die ist ziemlich unordentlich. Vielleicht gibt's da, sag ich mal, so Haushaltsanweisungen oder so. Ich finde das nicht lustig. Ich habe die Gala zum Beispiel. Die was bitte? Die Gala. Was ist das? Das ist eine Zeitschrift. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, eine Frauenzeitschrift ist das. Ja, und worum geht es sich da? Einen Augenblick, das schauen wir mal nach. Bei der Gala geht es um Wohnen, Kochen. Bei der Gala, da geht es um... Einen Augenblick. Nee, die ist nicht für Ihre Frau. Da geht es um Stars. Aber bei der Bild und Funk, Herr Hinterotter, das ist auch eine Fernsehzeitschrift. Da geht es um Urlaub, Rezepte, Gesundheit, Finanzen. Ach gut. Fernsehprogramme. Mhm. Kochen. Kochen ist auch gut. Weil die macht immer, bevor sie mich kennengelernt hat, hat sie immer nur Tütensuppen gemacht, ne? Ach so. Jetzt kann sie kochen? Ja, ich habe ihr das beigebracht. Und Sie können gut kochen? Ja, ja, ich bin ja im Prinzip Koch gewesen früher. Ach so, okay, wie schön. Ja, das war ein sehr erfüllter Beruf. Es ist schön, dass man also den ganzen Ärger von den Gästen, den kriegen ja immer die Kellner ab. Und man selber kann da in Ruhe, sag ich mal, die Speisen kredenzen. Der schönste Beruf ist, wo man nichts mit Menschen zu tun hat. Sie erleben da bestimmt auch oft unfreundliche Personen. Ja, genau, so ist es auch. Aber Sie sind sehr freundlich, Herr Hinterotter. Ach, danke, bin ich ja immer sehr bestrebt danach. Ne? Mal sagen wir. Ich habe einen indischen Arbeitskollegen gehabt, ne? Ja. Ich habe aufgegeben, seinen Namen korrekt auszusprechen, aber der hat immer gesagt, wenn es nichts gibt, was kannst du einem Menschen geben? Dann gib ihm eine Lachen. Und das habe ich mir ja im Prinzip zur Philosophie gemacht, so ein bisschen. Mhm. Und ich finde das sehr treffend, es kostet ja nichts, wenn man nett zu anderen ist, ne? Ja, genau, so ist es auch. Finde ich auch. Nur Überwindung manchmal. Also bei dem einen oder anderen habe ich auch gesagt, meine Güte, wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde, mit dir zu reden, würde ich es auch nicht machen. Na, so ehrlich muss man ja auch mal sein dürfen, aber darf man ja nicht in der Firma. Ja, genau so. Wo sitzen Sie denn mit Ihrem Büro? Andreas Schmidt ist mein Name, Herr Hinterotter. Nee, wo das Büro, wo sich das befindet. Qualitätsmedien Nürnberg sind wir. Qualitätsmedien Nürnberg, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Also sind Sie aus dem Bayerischen. Genau. Das ist doch schön. Haben Sie auch so tolles Wetter da unten? Ja, wir haben sehr schönes Wetter heute. Das ist wunderbar. Das ist richtig schön. Da ist ja bei Ihnen auf der Ecke auch der Rainer Winkler tätig, ne? Der wer? Rainer Winkler. Wer ist das denn? Na, kennen Sie den Drachenlord nicht? Nee. Der ist doch da bei Ihnen im Fränkischen, Mittelfranken. Ja, ich bin jetzt hier neu in Nürnberg, ich kenne mich nicht so gut. Ach so. Ja, nee, dann will ich Sie da ja auch nicht mit Einzelheiten aufhalten. Aber ich freue mich ja auf das Geschenk. Okay. Herr Hinterotter, sollen wir dann die Bildung für Sie eintragen? Ja, würde ich sagen. Das geht ja nicht anders, ne?
Ja, die bekommen Sie dann 13 Monate und zahlen dann dafür nur zweimal halbjährlich 65 €. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, das hört sich gut an. Sag mal, das hat man ja mit dem Gewinn wieder raus, ne? Genau. Okay, dann trage ich das auch ein. Herr Hinterotter, Sie bekommen dann jetzt in den nächsten 7 bis 10 Werkstagen die ersten Unterlagen ausführlich über den Sponsoren, die 2 Abbuchungstermine, das Begrüßungsschreiben und Ihr Geschenkgutschein. Ja, Die in dieser Reihenfolge. Genau. In die zweite Post, die bekommen Sie dann 6 bis 8 Wochen mit allen wichtigen Unterlagen, Mit was ausführlich über bitte? den. Mit den Die zweite. Gartenzwergen? Nein, nein. Die zweite Post, die bekommen Sie in 6 bis 8 Wochen mit allen wichtigen Unterlagen Aha. über die Finalziehung, unsere Kontaktdaten, ein Internetlink mit einem Passwort, wo Sie auch die Ziehung live online von zu Hause aus mitfolgen. Ja. Und die Ziehung, die findet dann in 2 Monaten statt. Meine Kontaktdaten bekommen Sie auch zugeschickt, Herr Hinterotter. Andrea Super. Schmidt, können Sie vielleicht auch notieren, Qualitätsmedien aus Nürnberg. Ich bin Ihre Sachbearbeiterin. Ja. Ich werde Sie auch bis ins Finale begleiten. Wir werden noch in Kontakt bleiben. Warum finde ich denn bei Google Qualitätsmedien Nürnberg nicht als Firma? Weiß ich jetzt nicht. Ich wollte mir Haben gerade Sie mal andere? anschauen, in welcher Straße Sie sind, weil ich kenne mich aus in Nürnberg. Wo sind Sie denn da? Wir sind in der In Bahnhofstraße. der Bahnhofstraße, in welcher Nummer? Ja. 12. Sind das nicht alles Wohnhäuser da? Nein. Dann hat sich da viel verändert. Naja, Ja, sei es kann drum, es sein. ist ja auch ein paar Tage her, dass ich da gewesen bin. Na, Sie waren vor ein paar Tagen dort. Ja, im metaphorischen Sinne gesprochen, als ich noch ein junger Hüpfer war, habe ich da mal für Rainer Kallmund gekocht, falls Sie den kennen. Ach so, nee, aber kenne ich leider nicht. Ja, das war immer schwierig. Da ist ja vom Volumen der Speisen her ist man da schon so, sagen wir, bei so einer 240 Liter Mülltonne gewesen in etwa. Dass Sie sich die Menge, sagen wir mal, vorstellen können. Und da reden wir dann halt nicht von Tomaten und Salat, sondern es waren dann Schnitzel und Pommes eher, ne? Der Kalli, der Kleine, das waren gute Zeiten. Ja. Okay, Herr Hinterotter, nach meinem Anruf bitte noch mal ganz kurz erreichbar sein. Sie bekommen von der Kontrollabteilung aus München einen ganz kurzen Anruf. Die kontrollieren noch mal, ob alle Angaben auch richtig sind, ob ich auch alles richtig gemacht habe. Dort bitte die letzten 2 Ziffern der IBAN, die 22 bei Ihnen, Ja. noch mal bestätigen, damit dann auch Ihre Daten nach dem deutschen Datenschutzgesetz verschlüsselt werden können. Aha. Und die werden das Gespräch ja noch aufzeichnen, damit Sie auch als Verbraucher geschützt sind. Und die Kontrollabteilung. Wie Ich kann auch heißt denn nur. der da anruft? Also ich weiß jetzt nicht, wer da anruft. Es kann auch eine Frau sein, eine Dame oder ein Herr. Ja, da würde ich Das aber ist sagen, wenn alles. Sie mir da keinen Namen sagen können, dass Sie einmal das Passwort Hasenpfote aufschreiben, dass Sie das einmal benennen, wenn die anrufen. Sonst kann sich da ja jeder melden. Hallo? Was sollen die sagen, Herr Hinterotter? Hasenpfote. Hasenfoto als Passwort. Genau, als Passwort, zu der Sicherheit wegen, ne? Okay, als Passwort schreibe ich auf. Passwort Hasen. Hasenpfote. Und wenn man das ja vielleicht auch noch erraten könnte, machen wir noch 1312 dahinter. Bitte sagen nochmal. 1312. Das ist quasi die Verschlüsselung von ACAB. Okay, habe ich jetzt auch Ich habe ja im eingetragen? Prinzip früher in der Enigma-Verschlüsselung auch gearbeitet, weil wenn wir Köche untereinander Rezepte ausgetauscht haben, ne, das konnte man ja nicht damals per Brief machen, weil es war ja fast schon klar, dass McDonald's und Burger King dann die Briefe abfangen und darum haben wir das immer verschlüsselt. Hasenpfote ist zum Beispiel, um einen Kontext zu geben, ist im Prinzip das Codewort für Salatherzen. Da kommt man so halt nicht drauf. Da gibt es ein ganzes Codebuch. Ach so, das heißt Salat für Salat ist es, ja? Nee, für Salatherzen, also für das Filet vom Salat sozusagen. Ach so, Das okay. erzähle ich Ihnen jetzt aber auch nur im Vertrauen, ne?
Kein Problem. Und wann wollten die jetzt anrufen? Die rufen gleich an. Das dauert auch nur eine Minute. Die machen nur den Datenabgleich, ja. Herr Hinterotter. Ja? Das ist gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich bedanke mich auch sehr herzlich, Herr Hinterotter. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Liebe Grüße an Ihre Frau. Ja, das werde ich ausrichten. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Hinterotter. Tschüss. Hinterotter. Hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Birgit Berger von der Firma ATC Kundenbetreuung. Ich spreche mit Herrn Heinrich Hinterotter. Ja, der ist am Telefon. Was kann ich denn tun für Sie? Schön, dass Sie es erreichen. Sie hatten am 18.05.2022 eben ein Telefongespräch. Da ging es um die Zeitschrift Bildfunk. Ich würde mit Ihnen jetzt nochmal gerne die Daten durchgehen, damit die Unterlagen richtig bei Ihnen ankommen. Können Sie mir den Gefallen tun, ein bisschen langsamer zu sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Natürlich, danke. Gerne doch. Gerne. Also ich würde mit Ihnen jetzt nochmal gerne die Daten durchgehen, damit die Unterlagen richtig bei Ihnen ankommen. Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird das Gespräch aufgezeichnet. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, haben Sie denn das Passwort? Also ein Passwort brauche ich hierbei nicht, Herr Interessant. Ja, ich habe mit der Kollegin gerade vereinbart, weil da geht es ja um viel Geld, ne? Die hat ein Passwort aufgeschrieben, das wollte die Ihnen rüberreichen. Also ich bin nur für den Datenabgleich zuständig, Herr Hinterotter. Ja, ja. Damit auch Ihre Daten verschlüsselt und versiegelt werden können. Versiegelt werden meine Daten? Ja, Ihre Daten werden nämlich nach dem deutschen Datenschutzgesetz zusammen verschlüsselt und versiegelt, Herr Hinterotter. Wo werden die denn versiegelt? In den Katakomben? Nein, nicht in den Katakomben, aber bei uns, Herr Hinterotter. Haben Sie da einen speziellen Raum für, sozusagen? Nein, Herr Hinterotter, auch das nicht. Ist alles systematisch. Jetzt. Heutzutage, wir leben ja im 20. Jahrhundert. Wir leben im 20. Jahrhundert? Da sind Sie aber 1000 Jahre zurückgeblieben. Wir haben das 21. Jahrhundert. Oder das 21. Jahrhundert. Man zählt ja immer aufwärts im Prinzip, weil wir schreiben zwar 2000, aber das ist ja das angebrochene 21. Jahrhundert, falls Sie das nicht wussten. Also das Passwort, das werden Sie bestimmt irgendwo stehen haben. Also ich habe hier kein Passwort stehen, Herr Hinterotter. Wie hieß denn die Kollegin? Das weiß ich nicht, wie ihr Sachbearbeiter. War das eine Dame oder ein Herr? Ja, das war eine Frau. Dann leite ich Sie gerne an Ihrem Sachbearbeiter weiter, Herr Hinterotter. Nee, die muss ja Ihnen ja nur das Passwort sagen. Hat sie mir aber leider nicht. Dann leite ich Sie gerne weiter. Na, aber Sie hören sich sehr vertrauenswürdig an. Ich glaube, wir können das schon machen. Oh, super. Wie gesagt, zu Ihrer und unserer Sicherheit wird das Gespräch aufgezeichnet. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, für Sie auch? Natürlich. Ja, das ist gut, ne? Consent und so. Super. So, Sie sind Herr Heinrich Hinterotter. Sie haben angegeben, dass Sie Verdunststraße 88a 28211 Bremen wohnen. Ihre Mailadresse lautet hinterotter@gmail.com. Absolut. Würden Sie mir bitte zum Abgleich nochmal Ihr Geburtsdatum nennen? Ja, das ist der 8. Mai 67. Ich habe hier ein anderes Geburtsdatum stehen. Mit Ihrer Erlaubnis trage ich dann Ihre richtige Geburtsdatum ein, Herr Otter. Ist das in Ordnung für Sie? Nee, Hinterotter, bitte. Hinterotter, natürlich, Entschuldigung. Ja, das muss schon das richtige Geburtsdatum sein. Okay, Dankeschön. So, und zwar der Betrag für die Zeitschrift Bildfunk in Höhe von 65 Euro wird vereinbarungsgemäß halbjährig von Ihrem Bankkonto abgebucht. Sie sind bei der Sparkasse Hochfranken mit der Bankleitzahl 780500000. Ihr Kontonummer 2228850. Würden Sie mir bitte die letzten beiden Zahlen Ihrer Kontonummer nennen? Ich habe Ihnen doch die ganze Nummer schon gegeben. Würden Sie es mir nochmal geben, wären Sie so lieb? Nee. Glauben Sie, ich lasse mich am Telefon abzocken von solchen Vollidioten wie Ihnen und Ihrer Firma? Ich habe das alles aufgenommen und schicke das zur Polizei. Natürlich können Sie gerne Scheiß machen. Scheiß Betrüger, such dir richtige Arbeit, du Schlampe.
Oh mein Gott. Dreckige Betrüger. Du bist live im Internet. Möchtest du jemanden grüßen? Ich grüße Sie, Hinterotter, denn Sie wissen, dass Sie nicht ohne meine Genehmigung aufnehmen können. Ja, Sie sind ja eine Kriminelle, da fragt ja keiner nach. Okay, natürlich können Sie gerne zur Polizei gehen, kein Problem. Ja, vor allem halt ins Internet, ne? Das, na gut, es ist ja eh ein falscher Name, mit dem Sie sich melden, von daher ist das ja egal. Wie ist denn das Wetter in der Türkei? Ist das schön bei Ihnen? Sie sind aus München, Herr Inter. Ja, ja, ist richtig. Was für einen Kopf Sie leben. In was für einen Kopf Sie leben, ja. Da meistens hört man genau, dass ich ausgedacht habe. Scheiß Pack. Ah, wieder einen erwischt. Wieder schön Zeit geklaut.